Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in Sanctuary Hills. Und irgendetwas geht hier ab. Na, ich hoffe, das ist keine Maulwurfsratte jetzt. Nichts anderes als eine Maulwurfsratte. Wir hatten in der letzten Folge ja schon Maulwurfsratten hier gesehen. Was könnte man daraus machen? Wieder gewonnen, ja. Sehr schön. Und war das diese hier? Oh. Mit so. Ich mach mir nicht viel aus, Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Ja, gut. Macht ruhig. Diese großen, hässlichen Mistkerle haben hart zugeschlagen. Ja, wer denn? Handeln wir. Oh, nee. Na klar. Oh, nein, sie wollte gar nichts weiter sagen. Sie wollte nur sagen, diese großen Mistkerle haben hart zugeschlagen. Ja. Ich meine, so... läuft es ziemlich gut. So schlecht finde ich das jetzt gar nicht, dass wir das mal mitbekommen haben, denn so sehen wir auch... Vorsicht, ich kann Sachen lebern. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Jetzt sehen wir wenigstens auch, ob da oben die Geschütztürme du suchst hoffentlich keinen überhaupt noch was ausrichten. Ob sie noch was ausrichten können, da sie ja jetzt eine Etage höher angebaut sind. Ja. Nach oben haben wir sie gebaut, aber es wurde auch in diese Richtung geschossen. Hier ist so ein leichter Bodennebel in dieser Ecke hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist hier an den Bäumen gruselig diesig so ein wenig. Ja, worauf jetzt unsere Geschütztürme auch immer geschossen haben mögen. Maulwurfsratten oder was auch immer. Ach, hier. Die Maulwurfsratte hat einen Baseball gefressen. Mitzunehmen? Och, für kostenlos, Preston, nehmen wir das doch mit. Es kostet doch nichts. Wie sieht es denn aus? Wo ist denn hier der Baubereich eigentlich zu Ende? Wir sind genau an der Grenze. Haben wir das denn hier schön zugebaut? Ja, das ist relativ gut hier. Kommt man zwar, hier kommt noch was vorbei. Den Bus haben wir auch ordentlich hier hingestellt. Schön. Ja, den könnten wir schöner hinstellen. Bin ich doch auch dafür, dass wir das mal machen. Ah, wie es sich anhört, genau, sind hier oben auch noch welche drauf. Geschütztürme. Ich hoffe, wir finden hier überhaupt noch irgendwo Platz, wo wir den Bus mal besser positionieren können. Nicht, dass da... Oh, ja, ich weiß schon was. Das ist ein bisschen weit weg. Nicht, dass wir hier alles nachher dranhängen haben. Ach, aber eigentlich müsste das hier auf der Straße sogar schon funktionieren. Da müssten wir eigentlich gar nicht so weit bis nach hinten laufen. Aber wir haben ja einen Platz haben wir hier noch, der noch nicht so bebaut ist. Oder die Brahmin-Käfige wollten wir ja sowieso einpacken. Also könnten wir auch die Brahmin-Käfige einpacken. Aber dieser Platz hier, der bietet sich doch an. Und wir wollen den Bus, naja, wahrscheinlich werden wir ihn von dieser Seite aufbauen. Ich weiß es gar nicht. Werden wir schon sehen. Er soll nur nicht so in der Luft schweben, wenn es geht. Lieber so ein bisschen soll er im Boden versinken. Okay, damit wird's klappen.
Ach, jetzt haben wir das genau falsch rum. Wir hätten das auf die andere Seite, hätten wir das packen sollen. So können wir doch gleich nicht sehen, wo wir das hinstellen wollen. Denn der Baubereich wird doch dort zu Ende sein. Die Ressource ist jetzt zugewiesen. Ich frage mich, welche. Wahrscheinlich auf der Abernathy-Farm noch die Ressource. Ach, das können wir bestimmt auch von hier reindrehen, so ein bisschen. Na, vielleicht geht es ja schon so. Ja. Das geht und der Bus schwebt nicht mehr so in der Luft. Das finde ich doch ganz nett. Ach da. Hängt da vor dem Bus. Ist sich jetzt die Frage, die Brahmin-Käfige brauchen wir eigentlich nicht mehr hier. Ich würde sie ganz gerne einlagern. Ob wir hier noch einen Bus dahinstellen? Was haben wir denn sonst noch? Haben wir auch Autowracks vielleicht? Was ist das? Eine Bahn? Auch ein Bus? Wenn Supermutanten mal angreifen. Die werfen ja auch manchmal mit so Zeugs. Daraus können wir doch auch noch was machen hier. Ja, aber später. Wir gucken erstmal, was wir hier sonst noch so aufbauen können. Also an... Also hier an Verteidigung, an Schutzmauern haben wir jetzt hier nicht mehr viel. Aber hier ist ja noch einiges. Das sieht doch immer ganz hübsch aus hier.
Mal sehen, ob dafür dieser Betonmauer-Glitch, ob das reicht. Ob man das damit gut positionieren kann. Oh ja. Ja, es ist auf jeden Fall, steht es da. Vielleicht geht es aber besser, die zu positionieren, noch wenn man diesen Rug-Glitch, diesen Teppich-Glitch nimmt. Vielleicht. Na, wo haben wir jetzt die Zäune? Also so etwas wie Eisenbahnwaggons möchte ich hier nicht so gerne nehmen, weil ich hier in der Nähe nirgends Gleise gesehen habe. Wie sollten die Siedler diese Eisenbahnwaggons dann hierher bekommen haben? Haben wir denn nichts Mächtigeres? Ja, na gut. Holla, ja, da ist wieder irgendetwas seltsam. Der Titel ist leider gerade ganz kurz abgestürzt. Ganz kurz aber nur, das ging ziemlich schnell. Und da waren wir auf dem Desktop. Und leider, leider musste ich dann hier schneiden. Gerade hat man das vielleicht gesehen. Aber ich habe alles wieder so aufgebaut, wie wir es beim letzten Mal auch hatten. Hoffe ich doch so ungefähr. Ja, das ist ja jetzt merkwürdig. Das springt doch eigentlich auf den Teppich. Sollte es auch, denn diese Schrottzäune, die sind ja nicht... Also die sind nicht so, dass die... Aha. Dass sie ansnappen irgendwo. Sie docken ja nicht an. Und die Sachen kann man ja immer mit dem Rug-Glitch ganz glücklich setzen. Jetzt versuchen wir mal den Rug-Glitch mit der Matte hier zu kombinieren mit diesem, wobei ich den Sinn jetzt nicht ganz verstehe. Ja, der Teppich wird gelegt und der Platz, der eigentlich gelegt wird, ist der Teppich. Und mit der Betonmauer kann man es nochmal nach oben und unten verschieben. Das sollte der Sinn sein dahinter, so. Nach oben und unten und hier schön rein dann. Ja, das geht doch. Ja, die Betonmauer können wir wegnehmen.
So, hier kommt keiner mehr rein an dieser Stelle. Da müsste er ja schon ziemlich hoch springen können. Aber die meisten schaffen das nicht. Ja, mir gefällt die Idee. Wir hatten vorhin die Idee, mit dem Bus einem zweiten Bus oben drauf zu stellen. Versuchen wir das mal und gucken, wie das aussieht, ob das überhaupt geht. Da ist der zweite Bus. Da sind sogar noch Reifen dran. Oh ja, das wird wahrscheinlich schwierig hiermit. Mit dem Betonpöller. Ja, wie könnte man das machen? Den Pöller, den Betonpfosten, den kann man ja gut auf diesen Beton, auf diesen hier Fundamenten setzen. Wo ist der Pfosten? Wer da eigentlich gerade geschossen? Auf was wurde geschossen? Oh nein! Oh schön, hier hängt jetzt alles dran. Oh, okay. So war es nicht gedacht. Oh nein! Schon wieder? Aber warum? Abbrechen? Das hat doch vorhin mal geklappt. Ah. Und jetzt? Ah, immer noch. Das ist aber nicht gut. Ja, wir haben das vorhin einmal hinbekommen. Was ist denn hier so nah, dass das hier mit aufgenommen wird? Wie gesagt, vorhin hat es einmal... Einmal hat es vorhin geklappt. Nein, klappt immer noch nicht. Oh Menno. Er ist zu nah dran, dann müssten wir nach hinten gehen, da wo nichts steht. Aber eigentlich ist das hier doch schön weit weg. Ach so, der Pfosten, der müsste ja schon hier irgendwo stehen. Ach, immer noch? Ja, vielleicht hat der Bus hier irgendwie eine andere Größe. Versuchen wir den doch mal nach hinten zu nehmen. Ja, wenn ich mich seltsam bewege hier manchmal, die Maus spinnt manchmal rum. Da kann man nicht mehr nach oben oder unten, da geht's nur noch nach links und rechts. Das olle Ding. Ja, oder die wackelt einfach so irgendwie rum.
Moment. Das mit dem Pfosten wird ja so einfach gar nicht gehen, weil der Betonsockel ja etwas weit weg steht vom Bus. Aber so sollte es gehen. Aha, das ist nur der Bus hier dran. Ich denke mal schon. Maus. Ja, entweder es geht nicht nach oben oder unten oder so wie jetzt gerade nicht mehr nach links oder rechts kann man sie bewegen. Das ist, glaube ich, ja, nach wie vor, habe ich ja schon öfter gesagt, das scheint auch am Akku zu liegen. Einer der beiden Akkus scheint kaputt zu sein. Vielleicht hilft es da mal einfach einen neuen Akku zu kaufen. Ja, das klappt ja schon mal wunderbar, hier mit dem Bus auf dem Bus. Aber wie man gleich sieht, es klappt. Oh. Es war doch grün schon. Ja, da steht ein Bus auf dem Bus. Das sollte doch funktionieren. Also gut. Ach, die Maus macht mich ganz krank. Wenn die nicht so tut, so richtig. Ja, aber was soll denn das bitteschön mit dem Akku zu tun haben? Frage ich mich jetzt gerade. Der kann doch nicht sagen, Maus bewegt dich nur noch nach oben oder unten, aber nicht mal nach links oder rechts oder so. Bus auf Bus? Ich werd verrückt. Ist doch schön. So, wenn wir diese Teile jetzt noch oben drauf stellen, stehen sie nämlich auch oben drauf. Ah, ich sehe schon. Geht nicht so gut, was? Außerhalb des Baubereichs oder was? Oh, wir machen es uns einfacher. Na, hier müsste ja sowieso sowas wie eine Leiter hin, wenn wir da oben überhaupt mal reingehen wollen. Oh ja. Oh, das ist schön. Hier kann man sogar ein Bett oder so etwas reinstellen. Und vielleicht noch auf die Hupe drücken. Ganz genau so, dachte ich mir. Also irgendwo habe ich es grün schimmern gesehen. Da zum Beispiel irgendwie. So halb drin sollte es ja auch nicht sein.
könnte, aber. Ach, schade, das wäre jetzt die richtige Höhe eigentlich. Naja, so sieht das ja nicht aus, wenn das so halb in der Luft schwebt. Dann doch lieber so ein bisschen drin verschwunden. Voll drin verschwunden. Moment, vielleicht können wir das hier noch etwas geschickter bauen. Ja, mit so einem Teil hatten wir ja schon mal angefangen in... Sunshine Tidings heißt sie. In der Siedlung. Da hätten wir das nämlich auch ganz gerne so gehabt. Dass wir hier oben also die Geschütztürme aufbauen. Nur ob das von der Höhe wohl reicht. Sollte reichen. Wäre schön. Oh nein. Na, das ist ja viel zu niedrig. Und ach was. Da gehen wir doch mal richtig schlafen jetzt, bevor wir hier die ganze Nacht bauen müssen. Ohne Licht.
doch 10 Minuten rausschneiden. Oh Mann. Das andere muss sowieso zusammengeschnitten werden. Also muss ich sowieso schneiden. Dann ist das nicht so tragisch. Und dann können wir jetzt weitermachen. Aber ich weiß gar nicht. Ach, ich bin so müde. Was wollten wir denn hier schneiden? Das ist die 8. Nein, das ist eigentlich die 9, 8, ja. Oder? Ja, egal. 7, glaube ich. Okay, weiter geht's. Ich bin ruhig, damit man schön schneiden kann. Ja, ja, es war alles so ein bisschen verzwickt. Gerade kam ein Anruf. Ein wichtiger Anruf. Ja, ich sollte mir wieder angewöhnen. Ja, was heißt wieder angewöhnen? Ich sollte mir angewöhnen, nachts aufzunehmen, aber ich nehme nachts auf. Nur mache ich jetzt für Skyrim immer noch die Aufnahmen bis in den Tag hinein, solange ich kann eben. Und die Maus will nicht mehr nach unten. Maus, geh nach unten oder oben. Jetzt geht's. Ja, ich habe geguckt, da ist nichts verschmutzt. Der Tisch ist auch sauber, also... Das liegt wirklich an der Maus, so wie jetzt zum Beispiel wieder. Ach, das geht doch nicht hier mit der Maus. Aber wenn sie so ein bisschen warm ist, dann scheint es zu klappen. Nur Probleme in letzter Zeit. Naja, gut. Oh, nö, verglichen mit am Anfang. Nö, nö, Probleme. Wir haben keine Probleme, alles ist gut. Hier kann man durchschießen. Hoffe ich. Ach, kehr. Das nervt aber extrem mit der Maus, aber da ist nichts. Die Maus ist kaputt, daran liegt das. Ja, man kann hier durchschießen, das ist gut. Da hinten kam, im Wasser kam die Kugel an. Haha, wie schnell sie doch dieses Magazin wechseln kann jetzt. Sehr schön. Also mit dem Magazin und mit dem, dass man da oben durchschießen kann eben. Doch, doch, mir gefällt's. Also nochmal, an dieser Seite kann nichts passieren. Hier kommt... Na, hier vorne kann auch jemand vorbei. Hier kann auch jemand vorbei. Warum haben wir das denn hier so komisch aufgestellt? Bitteschön. Ah, da hätten wir mal besser so in die Ecke gucken sollen. So gibt das doch jetzt nichts mehr. Jetzt kann man hier vorbei. Das ist aber auch nicht so schön. Und hier sowieso immer noch. Ja, ganz abdichten wollen wir das ja auch nicht, werden wir auch nicht. Nur eben so ein bisschen... Also die Angriffe, wenn Supermutanten hier angegriffen haben oder Raider, ganz am Anfang hat auch mal ein Raider lag hier mal, der angegriffen hat. Die kamen nämlich von hier scheinbar. Aber das ist sehr, sehr selten mal vorgekommen, dass hier angegriffen wurde. Supermutanten glaube ich sowieso nur einmal. Maulwurfs hatten schon ein paar Mal, die laufen öfter mal hier durch die Siedlung. Ja, vor allem, was hat angegriffen? Ja, Maulwurfs hatten. Raider vielleicht schon mal einer. Hat sich hierher verirrt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen darauf und dann diese beiden Teile dort rausnehmen. Oder wir nehmen uns dieses Stückchen Leiter hier. Na, das bringt jetzt auch nicht so viel, oder? Da hoch kommen wir nicht. Wir müssen irgendwie darauf. Das wird eine knifflige Ecke hier, kann ich mir noch denken. So, an der Stelle und an der Stelle. Naja. Hoch mit uns, rumgegangen und
dann nehmen wir da schon mal die beiden Teile raus und gucken, wie wir das da am besten dann bauen können. Moment. Ach so, ja, richtig. Ich dachte schon, wir wollten da ein bisschen was Größeres bauen. Ja, hier könnte man ja immer noch so ein... Ja, könnte man nicht wahrscheinlich, weil das hier unten ein Hüttenfundament ist. Sonst hätte ich gedacht, man könnte hier noch ein Treppenhaus hinbauen, damit man auch oben mal drauf kommt. Was ist das? Haben wir hier was vergessen zuzumachen? So. Ja, das geht schon. Na, 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 na. Was ist denn das? Waren wir das? Dass wir hier sowas offen gelassen haben? Aber das geht ja mal gar nicht hier. Nur zur Sicherheit, damit hier niemand rausfällt. Dachte ich so. Aber wenn das hier nicht passt, dann geht das ja auch nicht. Naja, ganz so schlecht wäre das nicht mit dem Spind. Ach komm schon, lass irgendwas hier in die Ecke schön reinstellen. Aha, jetzt haben wir es. Dachte ich. Oh ja, das wäre schön. Oder das? Ach, ich glaube, das manchmal will das einfach nicht so, wie wir wollen. Viel zu groß außerdem. Das hier wäre schön. Dieses Tischchen hier. Aber das möchte ich da jetzt stehen haben. Koste es, was es wolle.
Ach was, mit Möbeln klappt dieser Rucklitsch nicht? Doch. Er klappt. Nein, aber nicht so gut. Wahrscheinlich, weil man hier sowieso auch gar keinen Teppich reinlegen kann. Okay, wir brauchen hier eine Verlängerung. Ich sehe das schon. Na, das sollte eigentlich reichen. Hallo, warum geht das nicht? Da sollte das doch klappen mit dem Teppich hier. Hier kann man also... Das bringt ja überhaupt nichts. Tississississ. Es könnte so schön sein, wenn es schöner wäre. Also, alles Mögliche würde ich mir hier jetzt gefallen lassen, aber man kann auch E nicht gedrückt halten und dann bei gedrückter E... Ah, jetzt. Ach, dann spinnt die Maus wieder rum. Nein! Oh, mein Gott. Okay. Also, okay, es hat nichts mit der Maus zu tun. Auch die kabelgebundene Maus funktioniert nicht. Also schön. Dann eben nicht damit. Wir haben doch noch einen schönen Stuhl. Na, sowas. Der passt sogar zu dem runden Tisch. Ja, ach, weißt du was? Wir verzichten auf diese Spielereien da, Spielrünsken. Und bauen das. Kann man das nicht beiseite stellen? Kurz so ungefähr. Ja, schade, ich hätte hier schon ganz gerne was gehabt, um da rauszugucken. Oh, Moment mal, vielleicht können wir das sogar. Hiermit bewerkstelligen. Damit bewerkstelligen. Ja, warum passt hier nichts rein? Das ganze Ding hier ist nicht bebaubar. Hatten wir so ein Problem schon mal? Nein, wir haben doch auf der Abernathy-Farm solche Teile damals benutzt, ganz am Anfang. Und da haben wir doch Betten hier reingestellt. Ich glaube, das gab aber auch schon Probleme mit den Betten. Ja gut, wenn es nicht anders geht, dann machen wir das eben zu. Und dann ist es doch auch gut. Ja, das muss man doch erstmal wissen. Jetzt weiß ich, was hier los ist. Der Baubereich ist hier vorbei. Das hat uns aber niemand gesagt. Da... Wenn wir uns da hinstellen, geht nichts mehr. Ja, dann müssen wir das hier ganz anders machen. Da bekommen wir gar nichts mehr hin. Okay, ich verstehe. Ja.
Ja, wie machen wir das dann hier, wenn der Baubereich da zu Ende ist? Wir können ja nicht raus. Rausbauen können wir noch nicht. Aber was wir machen können... So, da soll mir doch jetzt nochmal einer runterfallen. Das glaube ich ja gar nicht, dass hier einer runterfällt noch. Man kommt hier gar nicht mehr durch. Sehr schön. Ganz genau. So ist's und anders geht's nicht. Wir werden wahrscheinlich immer und ewig denken, wieso steht hier ein Tisch so komisch? Da kann man sich ja böse dran stoßen. Nein, alles ist gut. Genau. Steht etwas unglücklich, was? Also ist es dieses Teil hier oder das daneben? Also dieses, auf dem wir jetzt gerade stehen. Und hier das gleiche. Steht genau in der Mitte. Ich hoffe, wir haben die richtigen Kleidungsstücke an. Für den weiten Sprung nach unten. Ja, das scheint mir aber das richtige Stück gewesen zu sein. Doch, doch. Ja, und hier auch, genau. Das kommt dann genau hier an der Seite runter. Alles gut, alles ist gut, alles ist gut. Ja, dann werden wir genau das in der nächsten Folge machen. Ich habe jetzt ein bisschen die Uhr aus dem Auge verloren durch den Anruf und durch den Absturz des Titels vorhin. Dann machen wir das doch so, dass wir das in der nächsten Folge machen. Ich denke, diese Folge ist jetzt lange genug dran. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen und für eure Kommentare, für eure Likes. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.